Und hallo und willkommen zurück zu Astroneer. Kommt mal mit. Ich räume die Sachen mal kurz aus hier, mal wieder. Hab ja wieder Forschung am Gange. Denn wir brauchen Punkte. Ich weiß nur nicht genau, ob wir jetzt die 3000 Punkte dann verbraten oder die 10.000 Punkte. Nur 10.000 könnte ein bisschen länger dauern. Da müsste ich wirklich eine Pause machen und dann erstmal die Sachen sammeln. Weil ich glaube nicht, ihr wollt das die ganze Zeit sehen. Vor allem, wenn ich kein besonderes Thema zum Quatschen habe gerade. Ich fahre erstmal wieder kreuz und quer. Einfach gib ihm, ey. Hauptsache das Auto fährt. Beziehungsweise der Trecker. Da drüben war noch ein Forschungsobjekt, das nehme ich noch mit. Ich bin echt noch am Überlegen, wie ich das machen kann. Ich kann ja unterirdisch versuchen, Forschungsobjekte zu erfüllen, aber das ist auch nicht mehr so einfach. Wenn die Strom brauchen oder irgendwelche speziellen Sachen, ist das immer so eine Sache. Aber das wird halt Richtung richtig was geben, ne? Wo waren das jetzt hier? Das war doch hier irgendwo auf einem Stein, oder? Weiß ich noch nicht mehr genau wo. Hier vorne? Weiter hinten? Ne, da vorne, okay. Das Dingens würde ich ja gerne noch erfüllen. Jetzt fahre ich erstmal voll dagegen. Ich würde ja gerne die. Achso, ich muss dich erst ausbuddeln. Hä? Was ist hier los? Ich doch unternehmen. Hä, warum muss ich das jetzt ausbuddeln? Ist gerade. Wahrscheinlich habe ich es nicht erwischt. Ist egal. Ja, da habe ich vorhin geguckt. Gucken wir mal einen neuen Wald weiter weg. Hier war ich ja auch schon unterwegs. Da sind ja auch noch so Sachen hier, die man mitnehmen kann. Ich guck mal hier in den Wald. Vielleicht habe ich hier ein bisschen Glück. Da hinten ist noch so ein Forschungsobjekt. Ich sehe es schon. Und da drüben sind noch zwei, okay. Brauche ich mir hoffentlich nur abpflücken. Also Forschung ist hier genug. Diese Bildfehler nervt mich ein bisschen. Ich weiß nie, was das ist. Ja, ich kann nicht direkt mitnehmen, okay. Das Blöde ist nur, dass ich jetzt nur einen Zweieranhänger hätte. Ich hätte gerne einen Vierer- oder Fünfer-Anhänger. So einen längeren hätte ich gerne noch, muss ich zugeben. Aber naja. So, dann nehme ich hier die Mini-Forschung noch mit. So, ist ja nicht ganz so meins, muss ich zugeben, diese Mini-Forschung hier, aber okay. Was muss, das muss. Da sind noch zwei Dinger, die kann ich noch mitnehmen. Da sind noch Batterien und Schutt. Schutt ist hier echt ohne Ende, muss ich zugeben. Forschung, naja, so eine Sache, ne? Ich müsste eigentlich mehr Forschungskammern haben, aber die kosten auch wieder mehr Strom. Und die Stromversorgung, die ich habe, ist nicht gerade die beste. So, kann ich hier durchfahren? Da kann ich durchfahren, okay. Da ist noch so ein Ding. Und da ist auch noch so ein Ding. Okay, also Forschungsobjekte haben wir tatsächlich genug. Ich muss die nur mitnehmen. Das kostet halt ein bisschen Zeit. Da ist noch das Riesenteil hier, ne? Wo muss ich denn jetzt lang? Wieder hier lang, oder? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Von welcher Seite bin ich denn jetzt gekommen? Ich fahre mal hier lang. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Da ist auch ein Forschungsobjekt. Die stehen hier einfach so rum, die Forschungsobjekte. Hm. An sich dürfte das dann ja kein Problem sein. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nee, da komme ich nicht weiter. Drehen. Nee, also hier bin ich nicht richtig, weil hier ist der Berg und da ist alles kaputt. Das heißt, ich muss von der anderen Richtung gekommen sein. Tja, dann muss ich die Richtung und dann da dran lang irgendwie. Irgendwo bin ich hier lang gefahren. Da bin ich auch nicht richtig. Eieiei, jetzt habe ich mich verfahren. Ich schlug da drüben auf der anderen Seite. Ich bin einfach auf der falschen Seite, glaube ich, hier gerade. Ich muss den ganzen Weg jetzt zurückfahren. Genau, da hinten bin ich tot. Okay, gut, dass da noch meine Icon ist. Dann kann ich den Weg direkt einschlagen. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt hier um die Löcher umfahre. Das ist nämlich nicht so schön. Bremsen. Hier sind verdammt viele Löcher, ey Mensch. Müsste ich eigentlich mal alle zumachen hier.
So, ist doch schon ein längerer Weg, muss ich zugeben. Ich muss mal gucken, das sind 6 Gebäude und die anderen sind natürlich viel weiter weg. Das heißt, ich muss eigentlich einen Generator haben, wo ich genug Strom produziere, damit ich diese Dinger anschmeißen kann. Nur teilweise habe ich die Befürchtung, wenn da so riesige Löcher im Boden sind, so Felsspalten da, da komme ich ja nicht weiter. Und das zuzuschütten oder darüber zu fahren, bei dem, was ich bisher mal so zugemacht habe, wäre das eine ganz schöne Herausforderung für mich. So, nehmen wir jetzt zurück. Mehr oder weniger. Die Forschung steht schon wieder, was? Echt jetzt hier? Die Forschung darf aber nicht stillstehen. Dann rein damit und dann die nächste Forschung an. Viertelstunde. Okay. Ich würde ja gerne ein paar Sachen lernen. Hier, das mit dem Schutt weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das machen soll. Muss ich mal schauen. Also das Geheimnis von diesen... seltsamen... ja, wie soll ich das sagen? Von diesen seltsamen Strukturen würde ich gerne herausfinden. Das wäre noch so mein Ziel. Im Weltall durch die Gegend geflogen bin ich ja schon. Es gibt bestimmt noch so ein paar andere Sachen auf den anderen Planeten zu entdecken. Aber das wäre erstmal so mein Ziel, was ich gerne noch erreichen würde. Mich würde echt interessieren, was diese Dinge auf sich haben. Vor allem habe ich ja gesehen, es gibt irgendwie einen Punkt im Kern des Planeten oder so. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas. Komm schon. So, jetzt muss ich wieder dahin fahren und dann den Bogen und dann wieder zurück. Das ist leider wieder nur ein bisschen Fahren und Sammeln-Episode. Das ist ein bisschen schade gerade. Ich würde euch hier gerne noch ein bisschen was anderes zeigen, aber wir sind ja hier am Erforschen und, ja, Craften eigentlich, ne? So kann man das, glaube ich, sagen. Ist ja schließlich auch ein Adventure-Game mit Crafting-Aspekten. Und seltsam, was ist das? Was ist das? Nochmal zurück. Ich denke, hast du das mal irgendwie gesehen? Was ist das hier? Achso, war ein Bug, okay. Das ist ein Forschungsobjekt, ne? Sehe ich das richtig? Kann ich das hier drauf... Jo, Tatsache, okay. Nehme ich mit. So, dann gucke ich mal, ob ich hier noch ein Forschungsobjekt in der Nähe finde. Dann brauche ich nämlich nicht so weit fahren. Unten sind bestimmt noch mehr, aber... Da wollte ich jetzt nicht gucken gerade. Da ist noch ein Forschungsobjekt. Das kann ich direkt mitnehmen. Plupp. Okay. Kann ich auch schon wieder zurückfahren. Auf den Bergen war ich jetzt auch noch nicht. Genau, auf dem einen war ich schon ziemlich weit oben. Ganz oben noch nicht, aber vielleicht kriege ich das noch hin. Mal gucken. Wenn ich noch genug Zeit habe, kann ich da ja mal nachgucken. Gib alles! Jetzt habe ich gerade nach links geguckt. Das Loch nicht gesehen hier. Das war ein bisschen fatal, aber es hat noch geklappt. So, zurück zur Base. Da hinten ist auch noch irgendwas, aber ich glaube, das war für Ressourcen oder so, was ich da markiert habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist ja auch schon eine Weile her, nicht wahr? Ich muss hier echt ein bisschen vom Gas runter und dann kann ich besser lenken, ne? Weil immer nur Vollgas ist auch nicht gut. So, wieder zurück. Die bringen aber, glaube ich, auch nur 360 oder so, ne? Wenn überhaupt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, so war das nicht. Okay, geschafft. Noch geschafft. Ich müsste eigentlich mal in andere Regionen gucken. Hier, ob ich da noch ein bisschen besser... Bremsen! Ein bisschen besser gucken kann. So. Ich lade die einfach mal ab. Dann haben wir schon ein bisschen was. Und dann fahre ich mal woanders hin. Ich fahre jetzt mal da lang. Einfach so und guck mal hier. Ob hier noch irgendwas ist. Da hinten ist ja auch ein bisschen Wald. Vielleicht habe ich ja Glück. So, ich muss nur gucken, dass ich hier ein bisschen vorsichtig fahre. So, okay. Da hatte ich ja die Strecke noch gebastelt. Jetzt gucke ich erstmal hier nach. Ist hier direkt nebenan eigentlich. Ist noch so eine Mini-Forschung, okay.
jedem interessanter wird sie mehr. Ich frage mich, warum. 19, okay, das war ein bisschen weniger. Unterschiedlich reif oder wie oder was? Oder woran liegt das? Da ist nur ein Forschungsobjekt, zwei Forschungsobjekte. Okay, gleich raus damit. Sehr gut. Kann ich auch direkt aufladen. Oh, aufladen. So. Zum Glück ist das nicht so weit weg hier. Da hinten ist noch eins, hier vorne ist noch eins, da hinten ist noch eins. Gut. Habe ich schon mal ein bisschen Forschung gefunden hier. Das ist ganz gut. Das kostet doch schon ganz schön viel Forschung. So. Ja, ein paar Kleinigkeiten, muss ich zugeben, wären hier noch, die mich noch interessieren würden, die man noch ein bisschen anpassen könnte. Zumindest für mich jetzt. Das wird es noch ein bisschen interessanter machen und noch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Aber das sind ja nur so Kleinigkeiten, sag ich mal so. Wie zum Beispiel halt hier noch, dass man noch mehr Anhänger da dran hängen kann. Wäre natürlich dann auch so, dass man dann schlechter vorankommt oder langsamer vorankommt. Das wäre okay. Aber man könnte halt noch ein bisschen mehr transportieren, ne? Beziehungsweise man müsste ja das größere Fahrzeug bauen. Ich glaube, dann könnte man vielleicht mehr Anhänger ziehen. Ich weiß es nicht genau. Müsste ich mal gucken. Vielleicht kann ich das ja noch craften. Muss ich mal schauen. Das kostet halt immer so viel Ressourcen hier. Wenn man das alles allein macht, dauert das halt einfach ein bisschen länger, ne? Und manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig, dann will ich das gerne schon alles sofort haben, aber das ist nicht immer ganz so einfach. So, gibt es denn hier noch mehr zu sammeln oder ist hier langsam Ende? Da ist nichts mehr zu sehen, hier auch nicht. Das habe ich gerade alles eingesammelt. Ich gehe mal wieder zurück gerade. Sauerstoff tanken. Das ist ganz gut, dass ich den einen Tank habe. Ich hätte gerne den Sauerstoffgenerator hier, aber ich frage mich, ob der Strom braucht dann. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wenn er die ganze Zeit was generieren soll, dann muss der auch dementsprechend Strom haben wahrscheinlich. So. Eine Prise Sauerstoff, dankeschön. Dann schaue ich mal hier oben nochmal nach. Meistens hier direkt da drüben. Direkt nebenan noch was. Was man nur halt nicht sieht. Sehr gut. Kann ich hier gleich ein paar Mal wieder fahren, wenn ich mir das so angucke. Aber dann lohnt es sich. Oh, das war aber knapp an der Kante vorbei jetzt gerade. So, da war noch einer. Da müsste doch hier noch ein zweiter in der Nähe sein, oder? Wenn da noch einer ist, das ist leer. Hier ist gerade nichts zu sehen. Nee, nichts zu sehen hier, okay. Gehe ich mal hier oben gerade nochmal gucken. Sieht aber schlecht aus jetzt hier, ne? Ich glaube, hier ist... Hier vorne ist nichts mehr zu sehen. Komm schon. Hoch, hoch, hoch. Da ist auch nichts zu sehen. Man sieht auch so viel, bei so vielen Blättern auch nichts mehr großartig. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Zumindest nichts in der näheren Umgebung. Nee. Der Turm da drüben ist schon aktiv. Dann gehe ich mal wieder zurück. Da ist noch ein Forschungsobjekt. Das nehme ich noch mit hier. So, zurück zum Fahrzeug. Das wo ist? Da drüben irgendwo, ne? Muss ich gerade mal hier rüber. So, ein bisschen Sauerstoff tanken. Gut. Das wäre auch so schön, wenn man hier so ein, wie nennt sich das? So ein Marker hätte. Da zeigt er das Raumschiff an, da hinten. Und auch die Basis. Und das Grab. Für Fahrzeuge wäre das natürlich auch schön, wenn man noch so eine Markierung für Fahrzeuge hätte. So, okay, dann fahren wir wieder zurück. So, komm schon. Tü, 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 tü. Das wäre auf jeden Fall was, was ich mir noch auch noch wünschen würde. Das sind halt so, so Kleinigkeiten halt, ne? Das
Das ist aber Meckern halt auf hohem Niveau, weil an sich ist es schon nicht schlecht. Kann man echt nicht meckern. So, anschmeißen. Okay. Und... Na, stecken. Jetzt. Anschmeißen und los geht's. Und die nächste Fuhre holen. Im Dunkeln ist gut munkeln. So, wo waren das jetzt nochmal? Da oben lang? Ja, da oben lang. Okay. Ist nur dran vorbeifahren hier um die ganzen Löcher. Ue, bremsen. Und so viele Löcher da. Das ist schon nicht mehr lustig. So. Okay, mitnehmen. Und mitnehmen. Zack, nächste Fahrt. Das ist gut, dass man hier so die ersten Strukturen, die ich zu Fuß hier gegangen bin, habe. Dann sehe ich nämlich gleich, wo ich langfahren muss. Das ist schon perfekt. Der Vorteil ist, es ist nicht so weit. Ist im Grunde genommen direkt nebenan. Das können wir da einschmeißen und das auch. Dann können wir das da gleich einschmeißen. Dann hole ich nochmal die letzte Lieferung und dann ist auch schon wieder Tag, wenn ich das so richtig sehe hier. So, einmal im Kreis. Ich muss nur gucken, dass ich hier die Kurve kriege. So. Okay. Euch beide nehme ich noch mit. Dann habe ich das auch gleich. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich weiß zwar nicht, wie ich da auf die Taste gekommen bin, aber okay. Das. Und das. Blink macht es. Okay. Fahren wir wieder zurück. Auf geht's. Links lang, da lang. Jawohl, ja. Okay. Bremsen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ich müsste echt noch mehr von den Dingern bauen. Das ist ein bisschen doof. Wie lange brauchen die? 6 Minuten noch. Oh Mann. Tja, was mache ich denn jetzt? Das läuft. Forschung brauche ich noch ein bisschen. Warte mal, Forschung. 3.400 von 10.000. Oh Mann. Ist denn das das teuerste? Oder... Der Sauerstoffmacher kostet auch 8.000. Aber da brauche ich Nanocarbon-Legion. Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich das Zeug herstellen kann. Das muss doch hier eigentlich drinstehen, oder nicht? Ist das nicht irgendwas, was man hier... bauen kann? Mittlerer Generator. Den würde ich ja gerne bauen. Aber andererseits... Weiß ich, eine große Batterie Lithium und Zink. Hatte ich Lithium nicht schon gesammelt? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Fürs RTG brauche ich auch eine Nanocarbon-Legierung. Das ist ein Generator-Symbol. Ist das ein Generator oder so? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist eine Batterie? Ne, das sind alles eigene Symbole. Doch, das ist ein Generator-Symbol und das RTG ist auch ein Generator anscheinend. Sauerstoffmacher habe ich hier schon gebastelt, aber der war ja fürs Raumschiff. Titanlegierung. Ich weiß leider nicht, wie ich das basteln kann. Mittelgroßer Drucker. Ich gucke mal gerade alles durch jetzt hier. Das ist noch Energieproduktion, Batterie, Verlängerung, Verbindung. Leuchtfeuer, Arbeitslicht. Okay, das sind die ganzen kleinen Sachen. Tragbare Sauerstoffmacher wäre noch interessant. Breite Anpassung, schmale Anpassung, Hämmer. Ausrichtungsmodus, Geländeanalysator. Was das ist, weiß ich leider auch nicht. Es gibt noch so viele Dinge zu lernen eigentlich hier. Feuerwerk, Verpacker. Kleiner Drucker, Mittelgroßer Generator, das waren die Sachen. Okay. Das sind die Plattformen. Der Schredder. Fahrzeug gibt es auch nicht mehr hier. Bohrerstärke. Schubdüse. Gummi brauche ich hier. Okay, das brauche ich hier schon, Gummi. Das heißt, ich müsste das doch irgendwo hier machen können.
Große Plattform, da sind noch mehr Plattformen. Das ist die größte Plattform, okay. Forschungskammer. Schmelzofen. Handelsplattform, die muss ich mir mal genauer angucken. Wobei, die habe ich ja vorhin schon. Großer Schredder. Mittelgroßer Rover. Kran. Ich bin ein bisschen überfragt, muss ich zugeben. Extra großes Lager, okay. Das ist zwar eine große Plattform, aber ich habe da ja trotzdem nur vier Dinger. Das ist auch ein bisschen doof, ne? Das ist ein großes Fahrzeug. Aluminiumlegierung. Ne, steht nicht dran. Tja, das ist aber ein bisschen doof jetzt. Da muss ich nochmal schauen. Vielleicht kann ich dann mal nachgucken. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.